Hallo, lieber Löwe, und willkommen zu deiner persönlichen Monatslegung für den September 2022. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder dabei bist, und so wie immer hoffe ich auch, es geht dir sehr, sehr gut. Ja, da sind wir wieder mit deiner Monatslegung, und ich stelle dir jetzt erstmal das Tarot-Deck vor, was du vor dir siehst, was ich heute für dich verwenden werde. Das ist das Tarot Mucha, wird das, glaube ich, ausgesprochen. So sieht das aus. Und die anderen Kartendecks, die ich dann ebenfalls noch für dich verwende, stelle ich dir dann vor, wenn es dann soweit ist. So, ich würde sagen, es geht jetzt direkt los mit deiner Legung. Das ist eine ganz, ganz allgemeine Legung. Das heißt, nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen. Du wirst nicht schon sehen, ob es deine Legung ist oder eben nicht, wenn es dann im September soweit ist, spätestens da. Und dieses Orakel könnte jetzt also ebenfalls auch für dich interessant sein, wenn du den Löwen im Sonnenzeichen, im Mond, im Aszendent oder auch in der Venus hast. Gut. Ja, hier ist auch schon die erste Karte. Warte mal. Ich hatte das Gefühl, die gleich wieder zurücklegen zu müssen, weil ich mich jetzt eigentlich noch gar nicht auf den September konzentriert habe. Aber es kann sein, dass sie schon was zu sagen hat. Also, hier haben wir den Herrscher. Vielleicht hast du es mit einem Widder zu tun oder aber mit der Person, der sehr, sehr viel, da schon was zu sagen hat. Das ist eine Führungspersönlichkeit, das ist jemand, der hat sehr, sehr viel Verantwortung. Der muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass alles läuft. Und ne? Vielleicht hast du es mit so jemandem zu tun oder aber mit einem Widder. Jemand, der sehr, sehr viel Charisma hat. Aber lass mal schauen, was jetzt im September auf dich zukommt, lieber Löwe. Ebenfalls spüre ich auch bei dir die eigene Macht annehmen. Okay, was haben wir? Löwe. Löwe September. Was bringt der Monat September dem Löwenkollektiv? Was bringt der September dem Löwe? September, Löwe. Was bringt der Monat September dem Löwen? Was bringt der September dem Löwe-Kollektiv? September, Löwe. So, was bringt der Monat September dem Löwe? September Löwe. Noch eine Karte bitte für die Löwen für den Monat September. Okay, die erste Karte, die muss ich mal eben ganz kurz aufheben, weil die runtergefallen ist. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es für eine ist. Ich habe auch nicht runtergeguckt. So, okay. Ich würde sagen, dass ich jetzt die Karten erstmal ordentlich ins Bild lege. Und dann fangen wir an mit einer Legung. Okay, los geht es. Und zwar mit der Karte jetzt hier für dich unten drunter, lieber Löwe. Da kann man sagen, das ist im September die Hauptenergie. Darum geht es im Großen und Ganzen, die große Überschrift. Und lass uns mal sehen, was du da für eine Energie hast. Da hast du jetzt hier die vier der, sag's doch, die vier der Stäbe. Also die vier der Stäbe ist eine sehr, sehr schöne Energie. Da geht es wirklich um Glücklichsein, Zufriedenheit, es geht um Fülle, sehr, sehr gutes Familienleben. Ne? Es kann sogar auch sein, dass du auf eine bestimmte Feierlichkeit gehst. Es kann sein, dass du dich mit jemandem triffst, dass du einfach wirklich sehr, sehr viel Spaß hast mit deiner Familie oder aber auch sogar mit Freunden. Also hier ist auch wirklich so eine Partystimmung, ne, kann man hier auf jeden Fall sagen. Vielleicht gehst du da zum Geburtstag, eine Hochzeit kann hier eine Rolle spielen oder ein anderes Event. Auf jeden Fall, die vier der Stäbe stehen ebenfalls auch dafür, lieber Löwe, dass hier etwas erfolgreich vollendet wird. Die vier der Stäbe deuten auch auf eine Vollendung hin. Ja, auf ein sehr, sehr gutes, auf eine sehr, sehr gute Entwicklung auch irgendwo. Lass mal sehen, was hast du hier unten drunter? Da haben wir jetzt hier den Gehängten. Bei den Gehängten geht es auf jeden Fall um einen Perspektivenwechsel. Der Ritter der Münzen ist das. Okay, da bekomme ich jetzt erstmal keine weiteren Botschaften. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, was jetzt hier bei dir rausgefallen ist. Fangen wir an mit der ersten Karte für dich. Das ist die Einstiegskarte für den Monat September. Auch eine, ja, schon größere Bedeutung. Und da hast du jetzt hier das Rad des Schicksals. Oh, okay. Also hier geht es bei dir anscheinend wirklich um eine Wende. Es geht um eine Wende, es geht um Veränderungen, schicksalhafte Ereignisse. Aber hier sehen wir auf jeden Fall eine Sanduhr, spannenderweise. Und das kann jetzt wirklich zum einen bedeuten, okay, falls du jetzt irgendwie auf ein bestimmtes Ende hindeutest oder in Bezug auf irgendeine Sache, worauf du schon lange gewartet hast, da habe ich das Gefühl, es ist nicht mehr so lang, also es ist nicht mehr so lange hin. Ne, wir sehen ja auf jeden Fall, der Sand, der ist auf jeden Fall bald unten gelandet.
gelandet, ne? Also hier sehen wir, wenn es hier um eine Wartezeit geht, dann nicht mehr lange, lieber Löwe. Ja, auf jeden Fall das Glücksrad bzw. das Rad des Schicksals, Veränderungen, das Ende von irgendwelchen Verzögerungen, Stillstand geht hier auf jeden Fall auch vorbei. Ja, wir gucken direkt weiter. Das ist übrigens Schützeenergie. Der Magier, noch eine hohe Arkana, was sehr, sehr spannend ist. Du hast hier die 10 und hier die 1, also hier Ende, Anfang. Ne? Also bei dir geht hier eindeutig irgendwas zu ändern. Ein größeres Ereignis in deinem Leben, irgendein Bereich deines Lebens, der für dich eine sehr, sehr größere Bedeutung auf jeden Fall hat, lieber Löwe. Ja, weil wir sehen hier zwei hohe Arkana-Karten und die repräsentieren ja auch immer so dieses, ja, das Große, die großen Themenbereiche sozusagen ebenfalls auch oder größere Themen, die eine sehr, sehr starke Bedeutung eben haben. Ne? Also hier sehen wir, etwas geht hier bei einigen von euch zu Ende, etwas Neues beginnt. Ja? Ein Zyklus deines Lebens geht hier auf jeden Fall zu Ende, ist hier auf jeden Fall vollendet. Ja? Ich habe das Gefühl, das geht auf jeden Fall positiv weiter. Durch die vier der Stäbe auch irgendwo, ne? Weil die vier der Stäbe, das ist ja auch so dieses, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, glückliches Familienleben und, ne? Ja, okay. Der Magier steht auf jeden Fall auch dafür, dass man jetzt alles hat, um wirklich vorwärts zu gehen, um gewisse Dinge auch zu manifestieren. Lass uns mal weiterschauen. Das ist jetzt hier der König der Kelche. Vielleicht hast du es hier mit einem Wasserzeichen zu tun, Krebs, Skorpion oder Fischer. Es kann sein, dass es hier dein Herzensmensch darstellt, weil der Kelchkönig repräsentiert doch oftmals den Herzensmensch. Es ist auf jeden Fall eine Energie oder eine Person, die ist sehr, sehr reif, sehr, sehr erfahren, sehr weise, hat schon gewisse Situationen in seinem eigenen Leben gemeistert, im Bereich Gefühle, in der Liebe möglicherweise auch oder in Herzensangelegenheiten. Es kann lediglich auch bedeuten, dass es hier deine Energie ist. Vielleicht bist du irgendwas mit Wasser, Aszendent Fische, Mond im Skorpion oder Aszendent Krebs oder, ne, das weißt du jetzt am besten. Lass uns mal weiter gucken. Da hast du jetzt hier, das sind jetzt hier die 8 der Kelche. Also lieber Löwe, bei dir sieht man hier ganz eindeutig, du lässt hier auf jeden Fall etwas hinter dir. Etwas, was für dich irgendwie keinen Sinn mehr macht. Irgendetwas, was für dich vielleicht doch sinnlos ist, weil die Achterkelche, das ist der Wunsch nach mehr. Man wünscht sich mehr, man erhofft sich irgendwo auch mehr. Man wünscht sich mehr im Leben, mehr Spaß, mehr Freude, ne? Und vielleicht auch mehr Geld, je nachdem, worum es bei dir geht. Und hier geht es auf jeden Fall darum, ja, man lässt hier etwas hinter sich, auch wenn es eventuell schwerfällt. Und das kann bei einigen von euch durchaus sein, dass das hier eine ganz bestimmte Person ist. Ja? Gut, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal weiter mit dem nächsten Deck. Und jetzt verwende ich für dich, das ist das Numinous Astro Deck, was ich jetzt für dich verwende. Also bei einigen von euch habe ich dennoch hier wie so eine Art Stillstand bisher. Aber ich habe das Gefühl, im September ändert sich das Ganze, weil. Erstens mal, das Rad des Schicksals steht dafür, dass Verzögerungen vorbeigehen. Und die Achterkelche deuten hin und wieder auch so ein bisschen auf Trägheit, auf Stagnation hin. Und da habe ich aber das Gefühl, das geht zu Ende. Ne? Falls es hier irgendeine Situation in deinem Leben gab, wo es stagniert, wo, ja, wo nichts irgendwie vorwärts ging, ich habe das Gefühl, das wird sich ändern. Ein Zyklus in deinem Leben, wo nichts vorwärts ging, geht hier auf jeden Fall im September zu Ende, lieber Löwe. Und mit dem Magier hast du hier eindeutig eine Energie, wo du von vorne beginnen kannst, wo du wirklich jetzt auch, wo du die Initiative ergreifst, wo du zeigst, was in dir steckt, ne? Wo es auch darum geht, das zu manifestieren, was da wirklich auch für dich gedacht ist und was du dir auch eigentlich von Herzen her wünschst, ne? Es kann möglicherweise auch sein, dass du eine ganz bestimmte Person loslassen musst. Dass du erkennst, okay, das hat irgendwie vielleicht auch keinen Sinn mehr, weil neben dem Kelchkönig direkt die 8 der Kelche kann es durchaus sein, dass du jemanden loslässt. Gut, schauen wir weiter. Löwe, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Was bringt der Monat September noch dem Löwenkollektiv? Löwe, Sonne, Mond, Aszendent, Venus, September. Was bringt der September noch dem Löwe? September, Löwe. Was bringt das September noch dem Löwe-Kollektiv? September. September, Löwe. Ich spüre irgendwie gerade eine Jungfrau bei dir. Vielleicht hast du irgendwas mit Jungfrau oder du hast mit der Jungfrau zu tun.
Löwe, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. September. Hilfe! Das sind zu viele Karten, die jetzt hier runtergefallen sind. Skorpion war jetzt hier mit dabei, Wassermann war mit dabei. Ich behalte die auf jeden Fall mal im Hinterkopf. So, noch eine Karte bitte für die Löwen für den Monat September. Dankeschön. Okay. So, unten drunter hast du folgende Energie. Lieber Löwe, worum es auch immer bei dir geht, es geht leichter. Es wird leichter, es wird harmonisierender. Rechne auf jeden Fall ebenfalls mit Unterstützung. Rechne mit Unterstützung in deiner Situation. Es kann durchaus sein, dass diese Person hier, dieser Kelchkönig, dieses eventuelle Wasserzeichen, dir hier in deinem Prozess weiterhilft, etwas loszulassen, dich hier wirklich dazu unterstützt, wirklich rauszukommen aus deiner eventuellen Stagnation. Ja? Das kann durchaus auch der Fall sein, weil Trine, da diese Karte sagt wirklich, das ist eine sehr, sehr unterstützende Energien. Die Karte steht ebenfalls auch für Segnungen, ja? Es wird leichter, es wird harmonischer. Rechne ebenfalls mit Unterstützung aus der geistigen Welt. Dafür steht Trine. Das ist eine sehr, sehr schöne Energie. Unten drunter, spannenderweise, hast du jetzt hier das 10. Haus und da geht es um deinen Ruf bzw. um die Karriere. Es kann durchaus sein, dass hier berufliche Angelegenheiten, dass es da nun leichter wird, dass da gewisse Dinge auch wieder vorwärts gehen. Ja, dass da die Zeit der Verzögerung vorbei ist, wenn es jetzt hier um Karrierethemen geht. Aber an sich steht natürlich das 10. Haus auch wirklich für harte Arbeit, für Disziplin und ebenfalls das nicht aufgeben. Ja, und da habe ich irgendwie das Gefühl, ja, das Ganze wird leichter. Ne? Gut, wir gucken weiter. Da hast du jetzt hier, okay, das 7. Haus. Es geht hier eindeutig bei einigen von euch hier um Verbindungen, Beziehungen. Das 7. Haus, da geht es um Verbindungen, feste Beziehungen, feste Verträge. Ja, da kann es ebenfalls sein, dass es jetzt hier wirklich bei dir in Beziehungen oder Freundschaften, Verträge, auch beruflich gesehen, dass es da wirklich leichter wird und dass da harmonisierender auf jeden Fall werden kann. Weil. Das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil die 4. Stäbe deuten ja auch auf sowas hin. Ne? Das ist jetzt wirklich wieder, ja, mehr Frieden. Es wird harmonischer, auch bei dir zu Hause, in deinem Familienleben. Okay, lass mal weiter gucken. Da hast du jetzt hier. Einige von euch bekommt ja auf jeden Fall eine Gelegenheit, eine Möglichkeit in Bezug auf eine feste Verbindung, feste Freundschaft, vielleicht sogar auch feste Beziehung. Das ist hier auf jeden Fall da. Und da bekomme ich jetzt gerade gesagt, es kann sogar sein, dass du jemanden oder eine Situation hinter dir lässt und dich hier wirklich auf diesen Kelchkönig hier wirklich zu 100% einlässt. Ich habe das Gefühl, hier stehen wirklich Türen offen in Bezug auf eine neue Partnerschaft. In der Liebe, aber auch im Beruf. Du musst mal gucken, wie es dann bei dir ist. Ne? Ich sehe jetzt hier vor allem, ja, ich sehe schon Beruf, aber vor allem auch die Liebe. Ja, du musst mal gucken, wie es dann hier für dich hinhaut. Gut, okay, was haben wir hier? Das 11. Haus, Freundschaften. Es kann auch sein, dass das Ganze hier eine feste Freundschaft ist. Ja? Dass du hier jemanden kennenlernst oder kennengelernt hast, der sich für dich wirklich anfühlt wie jemanden aus deiner Seelenfamilie. Es kann dann noch sein, lieber Löwe, dass du hier mit jemandem zusammenkommst oder dass du jemanden kennengelernt hast oder kennenlernen wirst. Das ist ein potenzieller Partner, aber ebenso auch dein bester Freund. Stier. Es kann sein, dass es ein Stier ist. Ne? Auf jeden Fall bei Stier, da geht es ja wirklich um das Hegen und Pflegen. Es geht um Liebe. Es geht um Selbstliebe. Also hier sieht man auf jeden Fall sehr, sehr starke Herzensverbindung. Ja, ein Liebhaben. Also das sieht auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr gut aus. Partnerschaften. Bei dir zu Hause habe ich wirklich das Gefühl, es wird harmonischer. Neue Möglichkeiten stehen dir offen bezüglich Partnerschaften, Freundschaften, Liebe, aber auch im Beruf. Du musst mal gucken, wie das dann für dich hinhaut, weil es ist ein allgemeines Orakel. Ja? Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt über ins nächste Deck und jetzt verwende ich für dich das Psychic Tarot von John Holland. Das ist sehr, sehr interessant hier bei dir. Sieht gut aus, Löwe. Ich habe nichts zu beschweren. Also, ich habe nicht zu beschweren. Ich habe nichts zu meckern. Also, noch nicht. Nee, alles gut. Nein, also, wie gesagt, ich sehe wirklich auch bei einigen von euch in Bezug auf irgendwelche berufliche Angelegenheiten oder wenn es bei dir um Herzensangelegenheiten geht, zum Beispiel um ein neues Projekt, wenn du dich selbstständig machen möchtest, da habe ich auch allgemein wirklich das Gefühl, dass du Unterstützung bekommst. Ja.
dass du Unterstützung bekommst in Bezug auf deinen Übergang. Etwas Altes hinter sich lassen, etwas Neues beginnen. Das kann in der Partnerschaft sein, das kann im Job sein, ja? Oder auch wenn es darum geht, hier Wohnungswechsel. Vielleicht möchtest du umziehen. Ja, sozusagen wie eine Art Zusammenarbeit. Ich sehe wie eine Art Zusammenarbeit, dass ihr beide, mit wem du auch immer du es dann zu tun hast, das ist wie wirklich wie ein, ja, Zusammenarbeiten, gemeinsam an etwas arbeiten. So fühlt sich das Ganze für mich an. Und das, ihr Lieben, das führt auf jeden Fall zum Erfolg. Die Karte kam jetzt hier gerade raus. Das ist der triumphierende Erfolg. Das, woran ihr beide zusammenarbeitet, das soll ich dir hier auf jeden Fall gerade sagen, das führt auf jeden Fall zum Erfolg. Wenn du hier auf jeden Fall für dich einstehst und wenn du dir treu bleibst, dann führt das auf jeden Fall zum Erfolg. Dann führt das zum Sieg. Das ist das, was ich dir hier sagen soll. Ich nehme die beiden Karten wieder erstmal zurück. Das sind jetzt hier erstmal die Botschaften, die ich dir jetzt erstmal mitgeben sollte. Was auch immer hier bei dir ist, lieber Löwe, rechne hier auf jeden Fall mit Erfolg. Apropos Löwe, ich sehe gerade, dass mein Kätzchen jetzt hier gerade reingekommen ist in mein im Zimmerchen. Wir haben jetzt zwei neue Kätzchen, die sind 4 Monate alt, total süß und wachsen sehr, sehr schnell und sind ebenfalls auch sehr, sehr verspielt. Okay, Löwe, es geht weiter. Was bringt der Monat September noch dem Löwe-Kollektiv? Was bringt der September noch dem Löwen? September Löwe. Was bringt der Monat September noch dem Löwen? Eine schon mal wiederholende Karte und das ist dieser, Stand Your Ground. Das sind jetzt hier die 7 der Stäbe. Also hier geht es wirklich darum, für sich selber einzustehen. Es geht darum, zu dem zu stehen, was du für richtig hältst. Auch wenn es darum geht, auch einfach mal Nein zu sagen, Grenzen zu setzen. Das scheint ja wirklich wichtig für dich zu sein im September. Was haben wir hier? Disruption, und das ist ein normaler Tarotter Turm. Es geht hier um eine Art Zerfall, um eine Art, ja, Erschütterung. Es kann durchaus sein, dass da irgendetwas grundsätzlich passiert, irgendwas Erschütterndes, sage ich mal. Also jetzt nichts weiter unbedingt jetzt Dramatisches, muss jetzt nicht sein. Ich habe lediglich irgendwie das Gefühl, gerade weil es hier unten drunter der Mond ist, die Schattenkarte, habe ich jetzt hier irgendwie schon wieder das Rad des Schicksals. Interessant. Da habe ich jetzt hier irgendwie das Gefühl, dass alles, was jetzt hier bei dir auf irgendwelche Lügen oder Unwahrheit basiert, habe ich das Gefühl, dass, ja, was ist denn? Ja, mein Kätzchen, also das andere Kätzchen kam jetzt hier gerade an und hat ein bisschen mehr uns. Vielleicht hast du das gehört. Auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, alles, was unwahr ist, alles, was für dich ebenfalls nicht mehr stimmig ist, lieber Löwe, zerfällt. Ja, also der Turm steht ja wirklich auch wirklich für der Zerfall, Schicksalsschläge vielleicht auch, Befreiung aus zu engen Verhältnissen, die Befreiung aus etwas, was eben für dich nicht mehr stimmig ist. Ne? Und da habe ich das Gefühl, dieser Zyklus geht ja auf jeden Fall auch zu Ende. Ja, okay. Löwe, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal weiter, was jetzt hier noch für dich rausgefallen ist. Und da haben wir, die Karte kam eben schon, hast du es gesehen, ja, ne? Also die Karte, ja, eindeutig, die wollten sowas von. Also, du hast jetzt hier wirklich zwei Karten, die von Erfolg sprechen, lieber Löwe. Was auch immer hier bei dir das Thema ist, worin auch immer du jetzt hier unterstützt wirst, woran auch immer du arbeitest, rechne hier wirklich mit Erfolg. Erfolgreiche Lösung deines Problems, eine erfolgreiche Lösung deiner Situation. Und jetzt hast du hier noch, okay, das sind jetzt hier die zweiter Stäbe, das Wartespiel so ein bisschen. Auch wieder eine Sanduhr, die hatten wir hier schon, ne? Ja, lange Zeit hast du gewartet. Es kann sein, dass du vielleicht im September auch immer noch wartest. Aber ich habe dir ja ebenfalls am Anfang schon gesagt, lieber Löwe, deine Wartezeit ist nicht mehr wirklich lange. Deine Wartezeit ist nicht mehr lang, lieber Löwe. Das ist auf jeden Fall das, was ich dir hier sagen soll. Falls du wirklich sozusagen darauf wartest, Erfolg zu bekommen oder siegreich herauszugehen aus deiner Situation, wird immer noch so ein bisschen gesagt, ja, das Wartespiel so ein bisschen, ne? Es kann sogar auch sein, dass du der oder diejenige bist, die hier auf etwas Bestimmtes wartet. Aber dennoch habe ich hier wirklich das Gefühl, das Warten lohnt sich hier, ja? Also hier ist sehr viele Erfolgsenergien, lieber Löwe. Sehr viele Erfolgsenergien hast du hier. Und ich spüre immer wieder Ende vom Stillstand. Ende vom Stillstand spüre ich immer und immer wieder.
eine Situation, die stagnierte, findet ihren Höhepunkt sozusagen. Ne? Das ist das, was ich hier wahrnehme. So, lieber Löwe, das vorletzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende. Oh, die beiden, ey. So, okay. Löwe, was bringt der Monat September noch dem Löwe-Kollektiv? Was bringt der Monat September noch dem Löwen? September, Löwe. Was bringt der Monat September noch dem Löwe-Kollektiv? September, Löwe. September, Löwe. Was kommt noch? Okay, unten drunter hast du folgende Energie. Abby, wie auch immer das ausgesprochen wird. Auch hier geht es bei dir um, ja, Segnungen. Es geht darum, deine Segnungen zu teilen mit anderen. Und hier geht es auch ebenfalls bei dieser Karte um Segnungen. Spür ich gerade. Und hier geht es um Purpose, deine Lebensmission, dein Ziel, dein Zweck, warum du hier bist, deine Bestimmung. Ja, das ist das, wofür diese Karte ebenfalls auch spricht. Das ist eine sehr, sehr heilige Energie auch irgendwo. Und hier spannenderweise auch schon wieder die Eins. Da geht es auch wieder um Neuanfänge. Also hier bei dir ist alles wirklich auf Neuanfang. Du hast hier die Eins. Ne? Da eine 1, mit dem Magier hast du eine 1, mit der 10, dem Rat des Schicksals, ist auch eine 1. Hier hast du eine 1, also hier ist wirklich, und hier das mit der Gelegenheit, also hier ist wirklich alles auf Neubeginn bei dir. Ne? Das können sogar auch mehrere Bereiche in deinem Leben sein. Ne? Jetzt hast du hier Camelot und hier geht es auf jeden Fall um Vertrauen, deine Ideale, es geht um Ehre und Aspiration, dein Streben, das, wonach du strebst. Ja, das, was dir wichtig ist, worum du eigentlich wirklich hier bist. Lass mal weiter gucken. Wir müssen das mal jetzt hier im Zusammenhang betrachten. Da hast du jetzt als nächstes die Karte Ruhe, Erneuerung, Mystery. Also alles ist noch so ein bisschen, alles ist so ein bisschen schleierhaft, alles ist so ein bisschen geheimnisvoll und ebenfalls auch Heilung. Das ist die Insel Avalons. Ja, also momentan ist ebenfalls eine Zeit der Heilung, eine Zeit der Ruhe ebenso auch. Und deswegen möchten dir die beiden Sandohren ebenfalls sagen, ja, es gibt erstmal noch ein kleines bisschen Wartezeit, wenn auch schon noch so ein bisschen im September. Aber die größte Wartezeit, habe ich wirklich das Gefühl, ist auf jeden Fall bei dir schon vorüber. Ja? Okay, jetzt hast du hier noch König Arthurs. Okay, hier geht es um Gerechtigkeit, Autorität, Führung und Kraft. Und du kannst dich erinnern, am Anfang, ganz am Anfang, ist der Herrscher rausgefallen, ja? Also das kann durchaus sein, dass das hier wirklich, es kann nicht nur sein, das ist auch so, dass hier wirklich die gleiche Energie ist. Es kann durchaus sein, dass du jetzt wirklich in eine Energie hineinkommst, lieber Löwe, in einer Autoritätsenergie, wo du nun wirklich deine Kraft annimmst, wo du wirklich ganz klar bestimmst, okay, das möchte ich und das wünsche ich mir eben nicht mehr. Ne, dass du wirklich rauskommst aus deinem Opferbewusstsein, falls es bei dir so gewesen ist. Also das ist auf jeden Fall das, was ich hier bei einigen von euch ganz, ganz klar sehen kann. Okay, ich würde sagen, lieber Löwe, jetzt nun das letzte Kartendeck für dich. Ich bin bei dir jetzt hier ein bisschen schneller unterwegs, aber ja, ist doch nicht schlecht. Was ich jetzt für dich verwende, das ist das magische Orakel der Feen von Doreen Virtue. Ich fange mal an zu mischen und spüre nochmal so ein bisschen in mich hinein und guck einfach mal, was ich dazu jetzt hier noch wahrnehme. Ja, definitiv eine Zeit der Heilung ist bei dir hier gewesen. Gewisse Dinge zeigen sich eventuell noch nicht wirklich. Aber mit dieser Karte hier, mit der Herrscherenergie, sage ich jetzt ganz einfach mal, gehst du hier auf jeden Fall wieder in Führung. Und das wiederum sorgt auf jeden Fall wieder für Erfolg, lieber Löwe. Also bei dir ist alles auf Neuanfang ausgerichtet. Gewisse Dinge bleiben noch so ein bisschen im Verborgenen. Das soll auch so sein. Du siehst den Weg erst, der vor dir liegt, wenn du ihn gehst, lieber Löwe. So, okay, was haben wir hier? Was bringt der Monat September noch dem Löwe-Kollektiv? Löwe, Sonnenmond, Aszendent, Venus. Was bringt der Monat September noch dem Löwe-Kollektiv? Löwe, September. Was bringt der Monat September noch dem Löwen? Ja, das sind einige Karten. Warte mal, ich muss die eine Karte mal eben aufheben.
Noch eine, die jetzt hier runtergefallen ist. Okay. So, spannenderweise unten drunter, das passt sehr, sehr gut. Altes Ade, neues Willkommen. Du hast einen Teil deines Lebens abgeschlossen und jetzt fängt ein neuer und sogar viel besserer Teil für dich an. Für dich habe ich jetzt dazu erfunden. Okay, also, hier kann man bei dir auf jeden Fall sagen, lieber Löwe. Altes Ade, neues Willkommen. Ja, das ist genau das, was jetzt hier das Rad des Schicksals und der Magier sagen. Das Alte, weg mit dem Alten, das Neue darf jetzt hier ebenfalls kommen. Neue berufliche Angelegenheiten, also im beruflichen Bereich, bei dir in der Liebe, im partnerschaftlichen Bereich, im freundschaftlichen Bereich. Also ich sehe wirklich, dass du wirklich sehr, sehr hart gekämpft hast, dass du dich wirklich sehr, sehr krass durchgesetzt hast, auf jeden Fall auch. Und ja, ich sehe wirklich, dass du gekämpft hast bei dir, lieber Löwe, und das wird sich auf jeden Fall ab September beginnen auszuzahlen. Tochter, die Antwort auf deine Frage hat mit deiner Tochter zu tun. Vielleicht hast du eine Tochter oder aber eine andere jüngere weibliche Person könnte hier ebenfalls für dich ein wichtiges Thema sein. Vielleicht möchtest du mehr mit deiner Tochter unternehmen. Ich meine, das macht man sowieso immer, ne? Aber hier scheint auf jeden Fall eine Tochter, ein Kind, weibliches Kind, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Rolle zu spielen. Was haben wir hier? Liebesleben. Vielleicht sind einige von euch schwanger oder wollen schwanger werden oder, ne? Also hier sieht man auf jeden Fall dein Liebesleben. Warte, ich lese mal vor. Der Kern deiner Frage hat mit deinem Liebesleben zu tun, das sich jetzt zum Besseren verändert. Und das ist genau das, ihr Lieben, was ich gesehen habe. Dein Liebesleben wendet sich ja auf jeden Fall zum Besseren. Ja? Also das sieht gut aus. Also in der Partnerschaft, in der Liebe. Ihr Lieben, ich habe nichts zu meckern. Das sieht gut aus. Geburtstag. Passt zu den Väterstäben. Vielleicht geht es so wirklich zum Geburtstag. Der Geburtstag deiner Tochter vielleicht. Spielt hier vielleicht eine ganz, ganz wichtige Rolle für dich im September. Vielleicht ist sie ja Waage oder Jungfrau. Oder aber falls du schwanger vielleicht bist, dann ist der Geburtstermin im September. Auch sowas ist möglich. Aber auch allgemein die Geburt von etwas Neuem. Die Geburt deines Liebeslebens, eine neue Partnerschaft möglicherweise, ein neuer beruflicher Vertrag. Ne? Sowas kann auch sein. Du wirst es dann sehen, lieber Löwe. So, gesteh dir deine wahren Gefühle ein. Sei ehrlich mit dir selbst. Nur du weißt, was du wirklich möchtest. Es ist wichtig, dass du ehrlich bist mit dir selbst. Nur du allein weißt, was wirklich hier für dich richtig ist und was für dich stimmig ist. Und es kann wirklich sein, dass du im September feststellen wirst, okay. Irgendetwas passt hier nicht mehr. Irgendetwas darf ich loslassen. Irgendetwas möchte sich jetzt hier wirklich verabschieden. Aus irgendetwas möchte ich mich hier wirklich lösen. Spiritueller Lehrer. Es gehört zu deinem Lebenssinn, Heilung und Spiritualität zu vermitteln. Okay, das ist interessant. Einige von euch sind möglicherweise auch sehr, sehr spirituell veranlagt. Ihr seid spiritueller Lehrer. Dann habe ich eine sehr, sehr gute Nachricht für dich. Rechne hier mit Neubeginn. Rechne hier ebenfalls auch damit, dass du hier wirklich, oder einige von euch, dass ihr hier wirklich eine führende Position einnimmt, dass du dich selbstständig machst, dass du vielleicht auch beginnst, Mitarbeiter zu haben, Mitarbeiter einzustellen. Auch sowas ist wirklich möglich. Also ich sehe dich oder einige von euch im September sehr, in einer sehr, sehr gehobenen, führenden Autoritäts-Chefenergie. Ja, das ist das, was ich hier auf jeden Fall bei euch sehe. Gut, lieber Löwe, also wie gesagt, du hast einen sehr, sehr schönen Monat vor dir. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Tschüss.